So, ihr geilen Schnittchen, hallo und herzlich willkommen hier auf der NorthCon 2013. Das Pizmi-Team ist natürlich auch mit dabei. Oh ja. Sepp ist leider zu Hause geblieben, ja, und die anderen zwei Bobos sind noch am Aufbauen. Ja. Die wollen sich jetzt gerade nicht bewegen. Die Halle ist halt noch leer. Wir haben noch ungefähr 20 Minuten Zeit, bis überhaupt Einlass ist. Ein paar Leute sind schon reingekommen, weil die schon länger hier warten. Ist ja auch noch Sturm. Oh ja. Der ein oder andere hat einen etwas größeren Bildschirm dabei. Einen etwas größeren Bildschirm. Ich bin mal gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es hier voll ist. Dann ist hier jeder Stuhl quasi besetzt. Das ist schon krass. Vor jedem Stuhl steht ein Bildschirm. Nehmen wir schon auf. Schönen guten Tag, meine Herzen, sehr verehrten. Schnittchen, ja genau. Wir befinden uns gerade frisch und fröhlich, ja. Auf der NorthCon in Neumünster. Halle. Die zehnte. Jubiläums-NorthCon quasi, ja. Und Halle 3, 4, 5, irgendwie sowas in der Richtung. Und wir sind gerade am Aufbau, ja. Da kannst du mal nach da schwenken, da siehst du die beiden Mongos nämlich schon sitzen, ja. Heute ist Orkan, wie heißt der? Xavier, keine Ahnung. Und wie man sieht, drei Wettertaft, ja, die Frisur hält, ja, also. Bram ist gerade beschäftigt. Wir haben hier unsere kleine eigene Lounge, ja, wo unsere, genau, wir haben sogar eine Couch. Oh, du musst von hier filmen und dann musst du hier noch so einen Schreibtisch hinstellen, da wissen wahrscheinlich einige User schon sofort Bescheid. Wir haben uns gedacht, wir gehen jetzt mal ein bisschen rum und gucken uns mal ein bisschen hier so die Gegebenheiten an, was wir hier so alles finden. Es soll so ein schönes Catering geben, eine Cocktailbar soll das auch geben. Oh ja. Und die soll sogar direkt hier nebenan sein. Was hast du gesagt? Nicht so viel labern, mehr zeigen. Ja, nicht so viel labern, mehr zeigen, sagt der Peter, und das machen wir jetzt auch. So, liebe Freunde, wir haben jetzt hier mal so einen Stand gefunden von Leuten, die schon öfter hier gewesen sind und hi. Du bist? Ingmar, hi. Ingmar, und zwar ist der von, wir haben der Endstation Biberpuff. Ganz genau. Die sind schon öfter hier? Wir waren schon unter anderem Namen schon seit 9 Jahren von NorthCon. Früher. Moment, das ist die 10. NorthCon, das heißt, ihr seid eigentlich schon von Anfang an dabei? Ja, wir waren auf Sommer-NorthCons zwischendurch, also es waren schon mehrere. Also manche haben hier einen Stand aufgebaut und das ist so der beste Stand, den ich bisher so kenne. Ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt machen darf. Ja, wobei wir sind ja auch zum ersten Mal hier. Wir machen es einfach immer so lange, bis Security sagt, ist nicht mehr. Aber noch haben sie nichts gesagt. Nehmt ihr auch an Turnieren teil? Fast nie, oh. Es geht nur hier, um die Atmosphäre dann mitzunehmen. Atmo ist alles. Ja, sieht man ja auch. Ne? Das ist herzlich zu schwuchteln. Ne? So, können wir jetzt hier mal machen? Ja, nimm schon auf. NorthCon Tag 1 vorbei. Oh ja, wir haben heute einiges hinter uns gebracht. Erstmal die furchtbare Fahrt bei Hardy im Auto, die überhaupt nicht klar. Mit Sommerreifen. Furchtbar. Mit Sommerreifen. Unglaublich. Ganz schlimmes Wetter vor allen Dingen auch. Dann sind wir hier angekommen und haben uns aufgebaut und haben ganz viel aufgenommen und haben bisher noch fast nichts gezockt. Okay. Außer Blobby Bonny. Spoiler Alert, das darf jetzt erst danach online gehen. Oh mein Gott, du bist so ein Mongo. Wie grün war gerade? Jetzt ist wieder blau. Ja, wir sitzen hier direkt vor der geilen Bühne, wo die nächsten Tage richtig geile Tournaments ablaufen werden. Aber morgen in dem Real-Life-Video kümmern wir uns erstmal um alles, was nicht mit PCs zusammenhängt, wie beispielsweise das Cosplay-Turnier oder das Riesenschach, was hier ist, oder Kicker beispielsweise. Alles, was bescheuert ist und nicht virtuell gleichzeitig. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag, Leute. Alle zufrieden? Ja, also ich möchte kurz erwähnen, ich sitze hier neben Peter und der stinkt krass unter den Achseln. Also ohne, das geht gar nicht, ey. Das ist ohne Spaß. Selbst jeder Gorilla riecht am Arsch besser. Bei mir ist das wenigstens nur unter den Achseln. Bei Bram, das ist so das Gesamtgestankzeug. Aber okay, weißt du, nach so einem Tag kann das halt schon mal passieren. Wir machen jetzt Feierabend, trinken vielleicht noch ein Bierchen und wir sehen uns dann morgen. Haut rein, Leute. Deftig, deftig, würzig, gut. Pommesche aus dem Buchen, rauf, rechts, auf.